Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute kümmern wir uns um diesen paar, sprich jetzt alle, dass wir noch die restlichen Bushaltestellen ans Netz hinzufügen, die noch, die halt noch nicht Level 3 sind, und dann pushen wir sie halt auf Level 3. Wir haben hier vorne ein Depot. Die Frage ist, wie verfahren wir da am besten? Wir fangen hier an, fahren danach direkt rechts. Ich sehe nichts, dann fahren wir hier hin. Dann geht es hier hin. Und dann hier hin. Ach du liebe Scheiße, können wir es nicht auch optimieren? Ah, ist doch schon mal besser. Auch blöd, aber besser. So. Ist hier sonst noch irgendeine Strecke, irgendeine Haltestelle, die noch nicht Level 3 ist? Nö. Dann speichern wir das Ganze und beginnen die Fahrt. Um das hier auch abzuschließen und das hier dann halt auch. Streckenzeit ist 14,5 Minuten. Mal schauen. So, wir nehmen wieder den Citaro G. Fahrt beginnen. Ja. Aller guten Dinge sind drei. Zweimal Regen. Einmal am Ende noch hart verkackt gab beim zweiten Mal, aber da hat jetzt auch keinen. Ach, da rennt jemand plötzlich einem vor den Bus, da kann man halt auch nicht stoppen. Die 20.000, die man dann zahlen musste, hätte man. Das war einfach zum. War einfach unnötig, die dann weiterzufahren. Deswegen jetzt diesmal das erste Mal ohne Regen. Kann ja nur besser werden. So. Abfahrt. Da sehe ich zumindest auch die Schlaglöcher wieder. Das ist auch schon mal etwas. So, diesmal schaffen wir es aber auch. Das wäre ja gelacht, wenn nicht. Ne? Zeitlich gesehen muss ich sagen, ist diese Tour ganz gut einzuhalten. Ist halt echt eine Tour, wo man wirklich, wo die Zeit einem nicht so im Nacken ist. Wo man zum Teil viel warten kann. Augenblick. Da, hier ist die Fahrkarte. Wunderbar. Hier, bitte. Dankeschön. Alle haben eine Fahrkarte. Wunderbar. Dann können wir direkt zum nächsten Halt. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Wir sind gerade erst losgefahren. Du bist gerade erst eingestiegen. Meine Güte. Aber ich den Mist jetzt halt vergessen.
Und die Minuspunkte scheren wir uns jetzt mal nicht, die zwei. Hä? Waren die nicht offen? Euer Ernst? Warum müssen die jetzt verschlossen? Die war doch offen. Ich bin doch da reingegangen. Warum ist die jetzt verschlossen? Das ist doch jetzt wieder belastend. Ja, auch wenn ihr es jetzt nicht seht, aber diese Zeit, diese Strecke ist nicht zeitfressend. Wenn so ein Scheiß passiert, natürlich schon, aber eigentlich ist sie überhaupt nicht zeitfressend. Die KI ist eigentlich auch kein Problem. Da hat man eigentlich auch, wenn man dieses scheiß Mistding da nicht hat, auch kein Zeitproblem, aber ne, der Vorführeffekt, man kennt es, dann kommt die KI und dann sagt die KI, ja leck mich doch, ich bleib hier stehen, egal was du machst. Aber das ist gar kein Problem. Auch die zwei Minuspunkte sind kein Problem, ist ja gar nichts, wofür wir zahlen müssten. Ich will wieder mal rübersteigen. Ist ja schlimmer als im Regen hier mit den scheiß Leuten. Solange wir es nicht für so spät kommen, wir auch noch einen Minuspunkt bekommen. Nächster Halt, Flüsterweg. Oh, Glück gehabt. Es ist viel zu heiß draußen. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Tag Senior, drucken. Danke. Bitteschön. Kommt noch jemand rein? Nein? Okay, Tür zu und losfahren. As soon as possible. Lindnergasse, nächster Halt. Nächster Halt, Lindnergasse. Dann sehe ich zumindest auch mal die Strecke und weiß vielleicht... Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ja, wunderschön. Und kann mir vielleicht merken, was für... wo hier Schlaglöcher sind. Hier auf alle Fälle nicht, das weiß ich zumindest schon mal. Danke fürs Vorlassen. Oh. Schon eng genommen die Kurve. Jetzt gibt es einen Minuspunkt fürs zu spät kommen. Hm, noch nicht. Okay. Jetzt haben wir gleich zurück 7 Minuten Zeit, um dorthin zu kommen. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Danke. Bitteschön. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Senior-Tagesfahrkarte kommt sofort. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Spendenwochenfahrkarte kommt sofort. Und wieder zu viel gezahlt. Wollt jemand mal rein? Okay, wunderbar. Dann kommen wir wirklich los und dann warten wir einfach, bis die KI uns hier rauslässt. Nächster Halt. Steineck. Ost. In der Regel dauert das ja, kennen wir ja mittlerweile. Der Vorteil ist, wir fahren ja durchs Agrarkulturgebiet. Das Agrarkulturgebiet kann man, hat man weniger Probleme, wenn man einfach durchfährt. Wenn man natürlich dann irgendwie da mit drin ist, hängt man halt mit drin und kommt nicht mal so leicht raus, ne? Also irgendwie. Und wir fahren jetzt Landstraße.
von der Landstraße über eine andere Landstraße, über eine Straße, die durch die Stadt geht, dann eine Landstraße wird und dann sind wir dann immer da. Auf der Rücktour fahren wir mal ein kurzes Stück noch über... ernsthaft? Es gibt so was wie Powerbank. Durch da. Wunderbar, bin ich korrekt gesetzt. Nein, das war kein Geist. Mobile. Get in touch. Ich hätte nicht gedacht, dass diese simple Quest von wegen alle Bushaltestellen auf Level 3 zu bringen, dass die so zeitfressend ist. Ist für euch vielleicht nicht so zeitfressend, weil ihr jetzt was ich bei Minute 10 oder sowas seid. Aber für mich ist es mittlerweile schon für 50 Minuten nach Start schon wieder rum. Steineck Ost 3, dann haben wir noch Zeit, das sollten wir hinbekommen. Aber was tut man nicht alles, um... ja, es macht halt keinen Sinn, eine negative... jetzt belastend gewesen. Dann machen wir diese kleine Detour. Scheiße, Mann. Auf die 800 Euro können wir scheißen, das ist nicht zu viel. Aber es macht auch keinen Sinn, mit negativem Vorsatz da reinzugehen und Leute drauf fahren zu lassen. Das ist halt. Was sollen die verdienen? Sollen die Schulden machen? Das ist ja halt das Ding, ne? Das wird halt ja leider berechnet durch das, was wir quasi vorgeben. Das ist so gesehen dann das Potenzial und aus diesem Potenzial wird dann prozentual errechnet, wie viel ein Profi machen könnte. Auf dieser Tour, wie viel der einnehmen würde. Und wenn wir nichts einnehmen, kann natürlich auch nichts einnehmen. Ist das Grün gewesen? Ich hab keine Ahnung. Sprich, es macht auf alle Fälle Sinn, die Strecken nochmal zu fahren, weil je häufiger die Strecke gefahren wurde, auch von der KI, desto mehr Leute warten da ja und wollen mit dem Bus fahren, mit der Linie mitfahren. Und wenn wir dann irgendwann den besten Bus haben, haben wir am meisten Kapazität für viel mehr Leute als vorher und dadurch bekommen wir natürlich dann noch mehr Geld rein. So, dass wir halt dann irgendwann alle Leute auf den höchsten Bus fahren können. Wobei die Frage ist natürlich, richtet sich das oder passt sich das auch der Kapazität des Busses an, die dieser Profi fährt? Wenn ja, ist halt die Frage, wobei das berechnet sich halt ja immer noch von unserem Potenzial, ne? Also eigentlich ist es ja prinzipiell gesehen bis zu einem gewissen Zeitpunkt egal, wie viel Kapazität der Bus hat, mit dem unser Angestellter fährt.
Oder nicht? Zumindest macht das in meinem Kopf gerade Sinn. So, auch trotz dieses Fehlers sind wir jetzt pünktlich. Oh ja, zwei Fehler. P. Schön. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Abfahrt zum nächsten Spot. Nächster Halt, Gutshof Reichegger. Also ich würde schon sagen, es macht Sinn, dass wir uns möglichst... Oh! Das Schlagloch ist auch zum Kotzen. Es macht Sinn, dass wir möglichst früh uns den höchstmöglichen Bus für uns zum Fahren kaufen. Selbstverständlich auch mit Werbung zu kleistern. Einfach nur aus dem Grund, damit wir ein höheres Potenzial haben, um ja potenziell mehr zu verdienen. Ist halt die Frage, ob es halt irgendwie, also klar, wenn man das Spiel irgendwie, was weiß ich, bis wenn da irgendwann 100 Leute stehen oder sowas, dann sind diese Busse, die mit nur 47er Kapazität oder sowas sind, sind die natürlich ja nicht mehr optimal für die Route. Nächster Halt. Ich brauche Hilfe beim Aussteigen. Wunderbar. Hallo. Hallo. Weiter im Text. Eine Feststellbremse haben wir noch. Sollten wir vielleicht auch lösen. Nächster Halt. Steineck Ost. So, jetzt fahren wir ein kurzes Stück über die Autobahn und wenn wir jetzt gleich wieder KI vor uns haben, ist das abenteuerlich, muss ich schon sagen. Im Regen war es sehr abenteuerlich. Wieder hier ordentlich. Auf dem... Okay, das ist Regen. Ich glaube aber hier auf dem Zubringer ist aber auch ein Schlagloch. Was für ein Zubringer natürlich suboptimal ist, aber gut. Ist halt so gewollt, ne? Muss man halt auch sagen. Auch da die KI, die sich nicht einfädeln kann. So, dann fädel ich mich halt ein. Wenn der nicht will. Holy shit, da kommt die Leitplanke. Die ist aber interessant gespawnt.
ausgemacht? Weiß ich nicht. Wäre nicht schlecht. So, Steineck ist dann wieder so ein Spot, wo man halt wieder gleich warten muss. Oder Wartezeit hat. Ein Tag ist gerade um sofort. Danke. Sehr schön. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Fahrkarten. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Bitte, selbstverständlich. Dann schauen wir mal nach. Hier. Bitte. Na klar, hier. Haben wir ja schon bitte. Ja. Was? Ach so. Hier. Augenblick. Wo hab ich? Na klar. Kann es sein, dass ich gerade eben beim Durchlaufen hier auch aus Versehen gesperrt habe. Na klar, hier. Na klar, hier. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Dann wollen wir mal die Türen schließen. Und ab zum nächsten Spot. Schlappkurs ist natürlich nicht ganz so schlimm, wenn man jetzt davor noch den Halt hat in der Haltestelle. Können wir schön durchrauschen. Das ist immer schön hier, also wenn man hier nicht halten muss. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Ja, wir sehen können, schon sind wir raus. Es geht hier ganz flott. Aber zum Durchfahren ist es echt ein schön gutes Gebiet. Nur halten will man hier nicht. Huch! Ich dachte, der hält. Wie alle anderen auch. Ah, war knapp. Glück gehabt. Richtiges Glück gehabt. Ich hätte jetzt keine Lust gehabt, das nochmal zu starten. Das hätte aber wahrscheinlich wieder getan. Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Ja, also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Ich bin jetzt gerade kurz ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass man da gerade irgendwie, was auch immer, die Schiene oder was auch immer dargestellt sollte, oben gesehen hat. Bei der Brücke. Boah, jetzt müssen wir richtig lange warten. Holy. Also wäre es gerade echt gut durchgekommen.
Ich habe meinen Mann endlich überredet. Ist mir so ängstlich. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Das ist immer ganz normal da angehalten. Warum ist denn der so ängstlich? Verstehe ich nicht. Oh mein Gott, ein Bus! Ich brauche eine Fahrkarte. Wenn er mich fahren will. Hilfe! Danke. Bitte. Dann schauen wir uns nochmal um. Hier. Ja, gern, Dick, das wissen wir ja. Hier, bitte. Na klar, hier, bitte. Bei ihr wissen wir es auch. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Und, hoppala, weiter geht's. In der wahren Zeit vergisst man zum Teil, dass man ja eigentlich noch was, ne? Darauf zu achten, dass man nicht mehr warten muss. Ah, okay. Ein Rad. Passiert, dass ein Rad mal den Randschein berührt. Boah. Hi. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesfahrkarte. Danke. Voll schön. Alle drin, alle drin, alle draußen. Dann machen wir die Türen zu und dann fahren wir zur Endhaltestelle. Doch eigentlich schon wieder ein Randstempel, oder nicht? Der will links abbiegen, okay. Kann man jetzt? Na gut, dann kommen wir halt zu spät an der letzten Haltestelle. Okay, links abbiegen. Ah, okay, fürs geradeausfahren blinken die auch links an dieser an der Kreuzung, okay. Schon mal gut zu wissen. Geht doch. Wunderbar. Perfekt. Hat scheinbar keiner Müll hinterlassen. Okay. Dann fahren wir zurück zum Depot. Um noch ein paar mehr Pluspunkte mitzunehmen. Einen anderen Grund gibt es eigentlich gar nicht wirklich für. Da hinten können wir das Prinzip jetzt auch, aber die paar Minuten. Wie gesagt, es macht halt wenig Sinn, wenn man
vor allem am Anfang, wo man natürlich auch Leute auf die Strecke bringen will oder muss, dass man halt da einfach mit minus 6000 die scheiß Strecke beendet. Das war ein bisschen rot. Deswegen kann man dann auch nochmal die Strecke neu starten. Ne? Also, für solche Zwecke, sage ich jetzt mal. Ne? Ansonsten muss man nicht unbedingt, man muss auch zu den fahrerischen Fehlern, die man dann an den Tag leisten, natürlich auch stehen, aber wie diesen Fehler, der zweite dieser Art ist, aber ab einem gewissen Zeitpunkt kommt man halt nicht mehr zum Stehen. Ist halt so. Ab irgendwann ist man halt einfach zu schnell. Das sollte jetzt aber alle Level, alle Busse schon auf Level Dings gebracht haben, ne? Interconnected. Ab alle auf Level 3. Interconnected heißt, glaube ich, dass wir den Zopf freigeschaltet haben, oder? Gain access to the central bus station. Genau, wir haben den Zopf freigeschaltet. 18.000 bekommen, das war jetzt auch nicht so eine glorreiche Strecke, muss man halt sagen. Aber, ja, kann man machen. So, Streckenplaner, was ist dann jetzt wirklich hier uns wieder zugebrüllt? Die Stadt erwägt endlich, den zentralen Omnibusbahnhof wieder zu eröffnen. Und das alles nur dank der harten Arbeit, die du mit deinem Team geleistet hast. Glückwunsch. Wenn der Startschuss fällt, wird dir in den nächsten Wochen bestimmt nicht langweilig werden. Denn wir müssen das Netzwerk neu planen und anpassen. Momentan verhandeln wir mit der Denkmalschutzbehörde, ob die Umgehungsstraße von Old Town für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden kann. Und so wie es aussieht, stimmen sie bald zu. Okay. Oh. Old Town? Ist das Old? Nee, was ist denn jetzt hier Old Town? Ist das Old Town? Das ist Old Town. Heilige Scheiße. Das Ding ist die neuen Strecken hier, die neuen Dinger, die wir jetzt bekommen haben. Wo ist denn überhaupt der Zop? Der wird doch bestimmt irgendwo hier ZOB stehen oder so, ne? Das ist Rathaus. Das ist top. Geil. Ja. Und darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz der zum Teil rantigen Anfangs oder Mitte, mehr oder weniger. Ja. Bis zum nächsten Video von Bus 18 oder einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut!